Geht's jetzt um die Katz? Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Kümmere dich um Lou. Mach ich. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Totenmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie. Wie geil das einfach ist, ne? Das Spiel ist einfach unfassbar. Als ob es vom Künstler entwickelt worden ist.
besser ein Baby ertrinken. Warum nicht? Episode 13. Sam Stewart. Oh, oh, oh. Wir spielen jetzt am Strand weiter. Tatsächlich. Er speichert. Speichern abgeschlossen. Und wie es weitergeht in der nächsten Folge, hatte das Aussterben auf. Alter. Und das wird, glaube ich, die letzte Session sein. Beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Hallo Leute, es geht wieder weiter zu Death Stranding, zur letzten Aufnahmesession. Freunde, es geht bald los hier. Wir sind zwar noch in Episode 13, aber es wird sich schnell ändern. Das sage ich euch. Können wir auch hier ins Wasser gehen? Warte mal, geht das? Was passiert eigentlich, wenn wir hier ins Wasser gehen? Immer so testweise. Alter, die haben hier so Kabel dran, guck mal. Wie krass ist das denn? Was passiert, wenn wir jetzt hier durchgehen? Toll! Das passiert also. Sie gleiten davon. Hoppa, hoppa. Keine Ahnung, wo die Alte ist. Wollen wir schon hier lang gehen? Boah, die ganzen Wale hier, ne? Schon heftig. Death Stranding. Wir sind hier am Death Stranding angekommen. Am Todesstrand. Wo alles tot ist. Was ist denn jetzt los? Ich kann nichts mehr machen. Was? Oh. Das sollte es, glaube ich, so sein. Aber Amelie habe ich nicht gefunden. Vielleicht kommt sie ja jetzt. London Bridge is falling down. Falling down. Warum? Warum singst du das? London Bridge is falling down. My fair lady. Ho, mein nicht in Rot, okay, jetzt hat es ja schwarz an, Trauer. Traueranzug. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Amelie? Du kommst zu spät. Warum hast du so lange gebraucht? Deine Stimme. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin, oder? Wer bist du? Oh, hier hat eine Maske an. Sam. Ich wusste, du kommst zurück. Sam, hör mir zu.
Ich liebe dich, Sam. Ach so. Ich werde am Strand auf dich warten. Seitdem warte ich. Auf dich, genau hier. Du solltest mich aufhalten. All das aufhalten. Bridget? Ja. Ich bin Sam. Wo ist Amelie? Wo sie immer war. Nirgendwo. Meine Tochter Samantha America Strand existiert nicht. Amelie existiert nicht. Nicht in deiner Welt. Tut mir leid, Sam. Ich musste so lange eine Maske tragen. Amelie und Bridget sind beide ein Teil von mir. Was soll das bedeuten? Sie sehen sich schon so ähnlich. Dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Hör zu. Hör einfach zu. Deswegen sehen sie sich auch so ähnlich. Ich hab's auch irgendwie vermutet, dass das eine dieselbe Person ist. Verstehst du, Sam? Amelie und Bridget, das sind bloß Namen. Ich bin eine Extinktionsentität. Also, angesichts dieses Wissens hast du zwei Möglichkeiten. Ist erschossen zu werden, die eine. Wenn es hier passierte, kämst du nicht zurück. Du würdest direkt ins Jenseits gehen. Aber nein, das ist keine davon. Dich zu töten wäre ein schrecklicher Fehler. Das weiß ich am allerbesten. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Eine Fuge hat sich gebildet an meinem Strand und den Stränden aller Seelen in Amerika. Und schon bald wird sie von hier aus von einer Flut aus Antimaterie überschwemmt. Blitzartig wird diese Welt verschwinden. Von einer Explosion verschlungen. Einem Urknall. Das bringt uns zu deiner ersten Möglichkeit. Nichts tun. Bleib hier bei mir. Und erlebe mit mir das Ende. Ich soll einfach zusehen. Ungern. Zusammen. Mit mir. Bis die Ungern. Letzte Flamme erlischt. Klingt nicht so schlecht, oder? Es ist ja nicht so, als ob die Welt noch viel Zeit hätte. Dann ist da die zweite Möglichkeit. Indem du das Netzwerk erweitert hast, hast du die Menschen und ihre Strände zusammengeführt und in ein größeres Ganzes integriert. Wie dieses Kipu. Aber dadurch hast du sie auch an meinen Strand gebunden. Den Strand, an dem ich die Tore zur anderen Seite geöffnet habe. Du kannst es nicht aufhalten. Aber wenn du mich und meinen Strand abtrennst, kannst du vielleicht die Ausbreitung verhindern. Vielleicht verhinderst du so die letzte Strandung. Und die Menschheit stirbt ein anderes Mal. Dann muss es hier nicht enden. Aber das tut es. Der Strand ist dem Untergang geweiht. Das sieht man auf einen Blick. Deshalb müssen wir unsere Verbindung kappen. Und das war's. Das Ende des gestrandeten Todes.
manche Dinge sind unausweichlich. Das sechste Aussterben findet statt, ob heute oder morgen. Du kannst entweder in Würde sterben, kurz, schmerzlos, blitzschnell, oder im vollen Bewusstsein dessen, was dich erwartet, vergeblich kämpfen. Das sind die Möglichkeiten. Zweite Option, oder? Du hast ihn die ganze Zeit behalten. Vielleicht hast du noch eine Chance, diesen Albtraum zu beenden. Du hast die Welt zusammengeführt. Du hast das Recht zu entscheiden. Zieh am Seil oder schneide die Schlinge ab. Aber was du auch tust, zögere nicht. Ich bin bereit, Sam Strand. Entscheide dich. Warte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Nach all dem, wie könntest du es nicht? Wir müssen eine Entscheidung treffen, aber wie geht das? Tod. Erneut verbinden, wie wir will. Hey? Sind wir jetzt gestorben oder? Ich weiß. Oh. Ich bin bereit, Sam Strand. Entscheide. Aber was hätte ich machen müssen? Warte. Das Blöde ist, dass das Mikro auch voll vor der Kamera, vor dem Bild ist. Doch, das weißt du. Nach all dem, wie könntest du es nicht? Ja, überspringen mal. Geht nicht. Was muss ich machen? Du siehst sie? Hast eine Knarre? Geht die bitte? Ein Zombie, Alter. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie. Ja, ist gemeinsam ins Licht. Scheißegal. Das war auch wieder nicht richtig, oder was? Ich verstehe das nicht. Was wollen die von mir? Stand auch nichts, ne? Irgendeine Info. Was muss ich machen? Muss ich denn überhaupt draufziehen? Ich hab ne Knarre und weiß nicht wohin.
Steht doch nicht mehr die Missionsziel. Triff deine Entscheidung und beende es. Wie kann man sich denn für jeden für Entscheidungen treffen? Das frage ich mich. Wetter. Wow. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist mir echt ein Rätsel. Umarmen. Ich bin für dich da. Immer. So wie weiß du ich nicht, mich. Was es noch zu machen geht. Was haben wir uns dafür entschieden oder was? Ich weiß es nicht. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Wenn du groß bist, brauchst du ihn, um uns wieder zu vereinen. Und wenn die Zeit reif ist, musst du mich aufhalten. Du bist der Einzige, der das kann. Du musst dich daran erinnern. Sam, ich warte auf dich am Strand. Ich erinnere mich. Du wusstest es. Die ganze Zeit. Da hatte er noch gar keine Sicht. Ich schon, irgendwie nicht. Ich hatte so viele Träume von der Zukunft. Ich wusste nicht, welchen ich trauen konnte. Deshalb beschloss ich, dich und die anderen an ihnen teilhaben zu lassen. Aber um die Punkte zu verbinden, um alles zu verstehen, braucht man ein Gesamtbild. Man braucht Zeit. Zeit ist für mich bedeutungslos. Ich bin keine Linie. Ich bin ein einzelner Punkt. Darum konnte ich euch immer nur Möglichkeiten aufzeigen und musste euch entscheiden lassen. Unsere Albträume sind deine Träume. Ja. Du hast den roten Faden gefunden. Den Strang, der sie verbindet. Und du hast das auf die einzig mögliche Art getan. Das Leben Tag für Tag zu leben. Vielen Dank, Sam. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Bande zwischen den Menschen haben die Welt zusammengebracht. Und wenn dir das am wichtigsten ist, dann bleibe ich hier an diesem Strand. Dann sperre ich mich hier ein und den Rest von euch aus. Dich einsperren? Komm schon. Sobald die letzte Strandung begonnen hat, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Ich kann nicht mitkommen. Ich kann bloß versuchen, euch das Schlimmste zu ersparen. Warum musst du am Strand bleiben? Sam, ich bin der Strand. Und ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Aussterben stattfindet. Selbst wenn es Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren dauert. Alleine. So machen wir EEs das. Hätte ich einfach meinen Job erledigt, wäre all das nicht passiert. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Das Warten hat mich zermürbt. Und ich dachte, niemand wäre mir böse, wenn ich einfach alles beenden würde. Also
alles. Klingt schrecklich. Aber ihr habt euch zusammengefunden. Ihr seid verbunden. Und auch wenn euer Ende bevorstehen mag, es gibt immer noch Hoffnung. Vor jedem der großen fünf rebellierte das Leben. Es schlug zurück, entwickelte sich, um zu überleben. Das Aussterben ist nicht bloß ein Ende. Es ist eine Chance. Das sieht so gut aus, ne? Und wenn ich den Preis dafür zahlen muss, das Opfer sein muss, dann soll es so sein. Das Spiel ist... Selbst wenn wir nicht zusammen sind, sind wir immer verbunden. Leb wohl, Sam. Das Spiel ist einfach so gut gemacht, ne? Wobei die Story nicht jemand ist. Aber ich feiere das Spiel irgendwie. Es hat so Momente, ey, da denkst du, Alter, was für eine Szenerie und was für schöne Musik einfach. Was für ein Kunstwerk der Hideo gezaubert hat. Was muss ich denn jetzt machen? Warum read es? Sind das die Credits? Nee. Es gibt 15 Kapitel, nicht für 13. Das glaube ich nicht. Das sind Eisschollen. Auch gerne mal wissen, was man sich dann noch entscheiden konnte. Da konnte man sich nur fürs eine entscheiden, das andere wäre halt der Tod. Gilmore del Toro, Special Appearance. Nicholas Winding Refn, Special Appearance. She's Jesse Corti. Jess Corti. Wenn das echt schon die Credits sind. Ja, das ist jetzt noch nicht so eine Credits, die von oben nach unten geht. Deswegen will ich noch nicht mein Fazit darüber geben. Aber bisher, also was heißt bisher? Mir bisher hat es gut gefallen. Vielleicht kommt ja noch 20 Stunden noch Spielzeit, aber naja. Nein. Das Spiel ist schon cool gemacht. Oh. Er setzt sich wieder automatisch hin. Sei still, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen.
Als du jung warst, hattest du oft Albträume. Du hast die ganze Zeit geweint. In Wirklichkeit waren das nicht deine Träume, sondern meine. Seit ich mich erinnern kann, träumte ich vom Strand. Nicht nur im Schlaf, auch wenn ich wach war. In meinen Träumen sah ich die Welt untergehen. So viele Male. Zahllose Aussterben, die das Leben auf diesem Planeten dezimierten. Wieder und wieder und wieder. Zuerst verstand ich nicht, was ich da sah oder warum. Und das war nicht das Schlimmste. Ich hatte andere, schlimmere Träume. Träume von Tod und Zerstörung. Von einem nahenden Massensterben. Wie diesem. Und immer war ich es, die das Ende brachte. Die letzte Strandung auslöste. Wie heute geschehen. Also ich habe ein bisschen stört, dass 40 Mal einfach die Entwickler angezeigt werden. 40 Mal. Also symbolisch gesehen. Hideo Kojima, ja, Witter. Kenji Yama. Ich glaube es noch nicht, dass es zu Ende ist. Weil da waren doch 15 Kapitel, da habe ich was falsch verstanden. Das ist mir ein bisschen zu low, oder? Für ein Ende. Ich meine, okay, ist das nicht das Spiel, was man jetzt so spielt, dass man, wo man sagen kann, das ist Herausforderung. Hier lang gehen. Ja, oder? Na, guck mal da. Ja. Sind wir zurückgeportet, oder? Kann das sein?